Ja, mit 30 geht's hier runter, den Huckel. Na gut, die sieht ja fast schon harmlos aus. Na gut, mit 40 um die Kurve und im Falle von Stationsbremse bist du hier wahrscheinlich dann tot am Ende. 3G, 1G, 2,4G. Was heißt das jetzt in Werten, in Raten? Komm, spuck's aus. Oh ne, doch geht. Aber ich werde trotzdem nochmal hier hinten eine Entschärfung vornehmen. Eine Station weniger und dafür kommt dann... Jetzt haben wir die Senkrechtachterbahn. Ach, das ist die gewesen. Na gut. Stimmt. Ach, will das überhaupt funktionieren? Den Weg kann ich auch nicht einfach um 1 verschieben, obwohl ich das eigentlich machen müsste. Eigentlich könnte ich das, den Weg hier auch komplett umbauen. Immer diese lästigen Bäume, die hier am Weg sind. So, und dann bauen wir einfach hier rüber. Und dann können wir nämlich den ganzen Weg dort auch platt machen am Ende. So, jetzt wieder kurz speichern. Das darf ja auch nicht zu kurz kommen. So, und jetzt können wir den Weg abreißen. Ich habe gesagt, wir können den Weg abreißen. Oh. Dann können wir nämlich die Achterbahn noch ein Stück erweitern. Was ja bekanntlich nicht verkehrt sein muss. Die Bänke müssen natürlich neu bauen. Halt, wo läufst du lang? Oder bist du jetzt schon auf dem Weg, oder?
doch, anscheinend hat er seinen Weg wieder gefunden, weil er ist ja nicht mehr zu sehen. Na gut, okay. Jetzt können wir nämlich hier noch ein paar Kurven reinbauen. Wenn da nicht ständig irgendwelche depperten Bäume im Weg wären. Dieses Einzelneckereise, das nervt doch. Das war wirklich bei RCT 2. Ist das wirklich besser umgesetzt? Oh, jetzt wie das schon wieder hier. Oh, ich hab's doch geahnt, ey. Ich hab es doch geahnt. So, und hier rollt die Bahn halt einfach aus. Achtung, Baum im Weg. Nee. Und nochmal ein kleiner Hügel zum Geschwindigkeit abbauen. Da können wir jetzt sogar längere Stationen bauen. Aber ich hätte gern die Loren. Ah ne, doch mit zwei Wagen. Testfahrt und gucken wir mal, wie sich das hier macht, die Bahn. Tatsächlich, es kommt eine aufregende Attraktion. Ende Juni sind wir. Also viel ist wie gesagt nicht mehr. King Cards immer noch defekt, ja. Da kommt gleich einer, der es repariert. Ah, doch, von der Geschwindigkeit ist es in Ordnung, wenn wir die hier fahren. 30. Ja, das kann man machen. Da versuchen wir es einmal mit 2 Mark und dann können wir das Ding eröffnen und das ist dann in Ordnung. Dann schauen wir mal, was für eine aufregende Attraktion da dabei ist. Das Ding nennen wir nochmal Minesweeper. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Irgendwas mit Käse wollte ich jetzt auch nicht machen. Ich mache das aber nochmal zu. Ich kenne den Ausgang ein bisschen, aber ist da jetzt nicht an der 8, ist da nicht die Achterbahn im Weg für den Ausgang? Nee, dort hinten erst, okay. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier runterkommt überhaupt. Man sieht ja leider mal wieder überhaupt nichts. Ah doch, das klappt. Achterbahn im Weg. Ja, gut. So, unsere dritte Achterbahn im Park jetzt eröffnet. Da 36 Sekunden Fahrzeit und
drei Wägen, also im Prinzip alle 12 Sekunden. Weil 12 mal 3 ist 36. Ich glaube, ich mache für das Ding nochmal Werbung. Freier Fall on Freefall Tower, cool. Ach ja, genau, wir wollten Werbung machen. Freie Fahrt auf Minesweeper. King Card ist immer noch nicht repariert. Dabei habe ich doch so viele Mechaniker. Warum nimmt der eigentlich immer die Mechaniker, die anscheinend so weit entfernt sind? Da habe ich aus Versehen für die Kartbahn irgendwie da eine Verbindung gekappt. Da muss ich doch glatt nochmal gucken. Nicht, dass hier ich irgendwas gekappt habe. Hier ist der Weg. Nö, der ist betretbar. Der ist betretbar. Aber auch bloß aus der Richtung. Das heißt, wir müssen einen fiesen Umweg bauen. Bauen, sag ich schon. Ich meine, laufen. Kann ich das denn irgendwie verändern? Irgendwie muss man da noch was machen können. Vielleicht kann ich das hier oben noch mit anbinden irgendwie, dass die von hier auch dazu kommen und der Mechaniker nicht erst einmal rumlaufen muss. Das würde vielleicht vieles einfacher machen. Das ist jetzt mal eine Sofortmaßnahme. Hier will ich rauskommen. So, das geht dort nicht. Da kann ich auch noch nicht bauen, aber hier. Baum im Weg, was auch sonst. So, es ist auch ein Zugriff aus der Richtung möglich. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher dann für den Mechaniker, das Ding zu warten. Turnpike Defekt. Ja, King Card ist immer noch nicht repariert, weiß ich. Doch, ich habe doch jetzt hier schon gebaut, damit die Leute dort schneller hinkommen. Fehlen es doch nicht rum.